gibt doch nichts Schöneres, als mit netten Menschen in Erinnerungen zu schwelgen. In Darmstadt will man mit einem historischen Kiosk neues Leben in ein Stadtviertel bringen. Neben jeder Menge Nostalgie mit Relikten, Getränken und Süßigkeiten aus den 70ern sollen im Retro-Kiosk vor allem Begegnungen der Gegenwart stattfinden. Aus dem kleinen Keller kommt der Nachschub. Eis am Stiel. Das Eis wurde schon alles weggegessen. Wir haben nur noch die Minimix und die Dolomiti. Es ist wie eine Zeitreise in die 70er Jahre. In Darmstadt hat dieser Kiosk wieder eröffnet. Und es gibt weiße Mäuse, saure Gurken, Kirschlollis und Esspapier. Alles einzeln. Kindheitserinnerung, auf jeden Fall. Wie Schwimmbad? Die Pommes gibt es hier noch nicht, aber das Eis ist auf jeden Fall schon mal das Gefühl, was aus der Kindheit nachschwingt, ja? Auf jeden Fall. Hm? Und da darf natürlich neben dem Eis auch das Schokokussbrötchen nicht fehlen. Wie schmeckt's dir denn? Sehr, sehr, sehr gut. Thema. Und wie ist das Schokokussbrötchen? Gut. Ich erinnere mich, bei unserem Bäcker, da gab es auch immer Schokobrötchen. Der Kiosk stand lange Zeit leer. Das kleine Häuschen stammt sogar schon aus den 50er Jahren und wurde originalgetreu und mit viel Liebe zum Detail restauriert. Wir haben auch einen Preis dafür bekommen, weil das so schön gemacht wird. Also wir dürfen auch nichts verändern. Deshalb ist der Fußboden noch so, wie er ist. Oder hier der alte Kühlschrank mit Zink noch ausgekleidet ist und der kühlt. Es geht aber nicht nur um Retro-Feeling. Der Kiosk ist zum Treffpunkt des Viertels geworden. Das Kiosk-Team arbeitet ehrenamtlich. Die Idee hatte Bastian Ripper vom Nachbarschaftsverein, um die Gegend, die Postsiedlung, zu beleben. Das sind ja nicht nur die Kioske, die weggefallen sind, auch die kleinen Gaststätten oder die kleinen Buchläden, Spielzeuggeschäfte. Und wir stellen fest, dass es damit nicht unbedingt besser geworden ist, sondern viele Menschen, gerade Alleinlebende, haben das Problem, dass sie gar keinen Ort mehr haben, wo sie einfach mal, ohne das vorher zu planen, ein Schwätzchen halten können. Auch Jüngere wissen den neuen Treffpunkt in der Nähe zu schätzen. Ich finde den Kiosk total super, weil da das Viertel wiederbelebt. Weil das ein Ort ist für Begegnungen, wie hier mit meinem Kumpel Tino oder hier haben wir unseren alten Nachbarn gerade wieder getroffen, der hat Hallo gesagt. Direkt gegenüber vom Kiosk gibt es schon etwas länger einen anderen Ort für Begegnungen, diesen sogenannten Umsonstladen. Im Angebot Teller, Tassen, Spielzeug und vieles mehr. Wir schauen hier mal gerne vorbei, weil man schön stöbern kann, immer was findet und wir bringen dann auch gerne Sachen wieder dann hierher zurück. Auch dieser Laden ist ein Angebot vom Nachbarschaftsverein. Und auch hier arbeiten Ehrenamtliche, um Menschen zusammenzubringen. Also es hat die Ecke hier richtig lebendig gemacht, ehrlich gesagt. Ja, so ganz schön. Die Attraktion ist im Moment aber der neue Kiosk. Und der zieht, genau wie früher, auch ganz viele Kinder an. So, das sind die drei. Und dann noch ein Schokokuss. Ich wundere mich eigentlich auch, dass das die Kinder so magnetisiert, also auch heute. Das stand hier immer leer und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass sie hier auch so Süßigkeiten verkaufen. Man muss nicht dann immer eine ganze Packung kaufen oder so, einfach nur irgendwie drei Stück oder sowas. Viele Jahre hat der Kiosk vor sich hingegammelt. Jetzt ist er wieder da. Und man darf sich an Zeiten erinnern, als es solche Kioske noch an jeder Ecke gab. Ja, genau. Wie früher. Super. Ja, bitte.